Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist Zeit für unser Forum Politik. Schön, dass gerade Sie dabei sind. Herzlich willkommen. Das Jahr 2021 ist nicht nur gekennzeichnet durch die andauernde Corona-Pandemie, es ist auch das Jahr der Wahlen. Ein Superwahljahr. 6 Landtagswahlen und am 26. September diesen Jahres die Bundestagswahl. Dazu kommt in Niedersachsen am 12. September die Kommunalwahlen mit der Wahl einiger Landräte, Bürgermeister und Oberbürgermeister, so auch in der Stadt Oldenburg mit der Wahl des Oberbürgermeisters. Also genügend Gründe, sich zu informieren und zu orientieren. Dabei ist O1, wie Sie es kennen, wiederum an Ihrer Seite und stellt Ihnen die Kandidaten der einzelnen Parteien vor. Wir beginnen mit der Wahl zum Bundestag. Zurzeit sind im Bundestag in Berlin aus unserer Region vertreten Herr Stefan Albani, Frau Amira Mohamed Ali von den Linken, Herr Albani natürlich von der CDU und dann als dritter Herr Dennis Rohde von der SPD. Alle drei Abgeordneten stellen sich der Wiederwahl. Wir werden mit allen dreien im Laufe der kommenden Wochen Gespräche führen. Heute ist bei uns Herr Stefan Albani von der CDU. Schön, Herr Albani, dass Sie trotz vieler Termine und sonstiger Aktivitäten den Weg heute zu uns ins Studio gefunden haben. Gut, dass Sie dabei sind. Herzlichen Dank. Wir sollten, meine ich, gleich mitten ins Thema der Politik hineingehen, denn die politischen Themen sind ja sehr vielfältig in den letzten Monaten und sicherlich auch in der vor uns liegenden Zeit. Und insofern sollten wir beide jetzt auch die Zeit für das eine oder andere aus dem großen Feld der Politik uns heraussuchen und darüber mal gucken, wie Sie denn dazu Ihre Meinung haben, beziehungsweise was aus Ihrer Sicht getan worden ist oder getan werden sollte. Aber jetzt habe ich erstmal eingangs die Frage, was haben eigentlich so die letzten Monate mit Ihnen gemacht in dem völlig veränderten Jahr seit März 2020? Das ist eine Frage, die ich mir ehrlicherweise aufgehört habe zu stellen. Ach so. Nein, was hat das mit mir gemacht? Natürlich, genau wie bei allen anderen Menschen auch, eine drastische Umstellung des Lebensalltages. Ja. Also ich habe, nehmen wir mal den heutigen Tag, überwiegend im Homeoffice verbracht. Das heißt, ich nenne es immer scherzhaft Corona-Helpdesk von 8 Uhr morgens. Das Einzige, was variiert, ob Telefontermin oder Videokonferenz, aber mit Privatpersonen oder mit Unternehmern oder Unternehmerinnen, die dann entsprechend mit ihren Sorgen zu mir kommen und wo ich dann entsprechend den konkreten Fall jeweils behandle. Parallel dazu ist meine Tochter im Homeschooling, die zu Hause ist. Das ja auch. Genau, und dann mein Sohn, der studiert, der macht auch Online-Studien, nimmt an seinen Vorlesungen online teil. Mit den beiden kurz gesprochen und insofern, das Leben hat sich für viele von uns drastisch verändert. Ja, ja. Und davon bleibt man natürlich selbst auch in keiner Weise unbenommen. Ja, und dabei zum einen, ich sage jetzt mal, empathisch zu bleiben, mitzunehmen und auch mitzufühlen, was vielen an der Stelle nahe geht und was halt sie auch belastet, gleichzeitig aber auch professionell zu bleiben. Da hilft mir natürlich meine Tätigkeit vorher im medizinischen Bereich sehr, dieses zu bewältigen dann auch. Aber insgesamt denke ich, insbesondere auch mit Unterstützung meiner Familie, ist die Zeit an der Stelle nicht nur vorbeigegangen, sondern man hat sie miteinander und füreinander auch entsprechend gestaltet. Ja, okay. Nun sind Sie ja, wenn wir beide mal ein bisschen zurückblicken, seit 2013 im Bundestag. Ja. Damit zwei Wahlperioden im Bundestag. So, und die dritte könnte jetzt folgen. Und es gibt ja so viele Politiker, die sind ja auf unterschiedlichen Wegen zu dem Weg gekommen. Einige sagen, das habe ich seit dem 17. Lebensjahr planvoll verfolgt bis zum Mitglied des Bundestages. Andere sagen, das war reiner Zufall, der da Pate stand und so bin ich da hineingerutscht. Wie war es bei Stefan Albani?
Ein bisschen von beidem. Also ich war immer ein politischer Mensch, habe auch als Schüler mich schon politisch engagiert, war im Schülerparlament und so weiter. Habe dann aber meine Ausbildung, also mein Studium der Physik absolviert, habe dann meine Unternehmen gegründet und jetzt schlussendlich ja auch im Jahre 2018 in vollem Umfang abgegeben. Und insofern hat sich in dieser Zeit immer schon abgezeichnet, eine hohe Affinität zur Politik. Also, Und insofern war dann, ja, ich sag mal, die Aufforderung, die Chance, die man mir in den Jahren 8, 9, 10 gegeben hat, mich auch inhaltlich mit der Politik auseinanderzusetzen. Aha. Also nicht mehr nur als politisch interessierter Zaungast, sondern auch in Partei hineinzugehen und dann schlussendlich 2012 auch bereit zu sein, für den Deutschen Bundestag zu kandidieren, war eine tolle Chance für mich. Die Erfahrung, die ich vorher halt in den 20, 25 Jahren als Unternehmer, Wissenschaftler gesammelt habe, dann in der Politik einzubringen. Und insofern ist es eine Mischung aus Zufall, weil geplant habe ich das nicht. Und ich gehöre auch nicht zu denjenigen, die sozusagen von vornherein wussten, dass sie auf jeden Fall als nächstes in den Deutschen Bundestag wollen. Aber ich habe es dann 2012, 2013 mit großer Freude gemacht, das zu tun, auch wenn einiges anders war, als ich es mir vorgestellt habe. Aber insgesamt die Möglichkeit, die Erfahrung einzubringen und gestalterisch an der Stelle auch politisch tätig zu sein, das hat mich gewundert, dass gleich auch in der ersten Legislatur mehr Gestaltung möglich war, als mancher mir zugebilligt hat. Das war sehr schön. Ja, ja. Sie waren doch in der Nachfolge von Thomas Kossendein, ne? Ja. Okay. Ja. Und sind dann ja in den Bundestag direkt unmittelbar gekommen. Das heißt, Sie haben vorher nicht die Ochsentour mitgemacht, Stadtrat, Gemeinderat, Kreistag und dann Bundestag, sondern direkt dann das Mandat in den Bundestag angenommen. Ja, wenn Sie das sozusagen als die typische Ochsentour sehen, ja, das habe ich nicht gemacht. Aber ich bin halt schon einige Jahre vor der Entscheidung zum Mandat zum Deutschen Bundestag in die Partei eingetreten und habe dann im Gemeindeverband Bad Zwischenahn, bin ich, glaube ich, 2010 stellvertretender Gemeindeverbandsvorsitzender geworden und habe dann mich dort im Bereich der Politik und dann auch in den Kommunalwahlen entsprechend eingegeben, um auch mal so ein bisschen zu gucken, wie das für jemanden ist. So, sozusagen jetzt, ich sag mal, zu doch durchaus erfahreneren Jahren sozusagen noch in die Politik zu wechseln. Okay. Dann hätte man auch so gestalten und gesagt, okay, zwei Wahlperioden, 8 Jahre, nun mache ich wieder was anderes, gehe wieder in meinen alten Berufsweg zurück. Aber Sie machen weiter. Sind Sie von dem Virus Politik so jetzt etwas infiziert worden, oder? Infiziert würde ich jetzt, und gerade in der heutigen Zeit, wo infiziert eine üble Konnotation hat, würde ich so jetzt nicht formulieren, aber was schon so ist, ist, also zum einen gibt es für mich kein Zurück in dem Sinne. Das heißt, ich habe ja die Entscheidung gefällt, meine Unternehmen in andere Hand zu legen und da auch komplett meinen Abschied genommen. Das war eine, ich sag mal, so ein Privileg, das ist auch ein Privileg, was man haben muss, dass man zu Lebzeiten verabschiedet wird in so einer Form. Das war schon für mich etwas sehr Eindrucksvolles. Ja. Wo immer mich dann die Frage hinführt nach dem Deutschen Bundestag, das wird man dann sehen. Aber zunächst einmal habe ich diese Zeit angetreten, damals 2013, dass solange der Wähler, ich sag mal, miteinander und füreinander Ideen haben und Dinge gestalten wollen, solange das geht und solange das Freude macht, würde ich das wohl weiter tun. Das heißt aber nicht, dass ich das machen muss bis zum Ende aller Tage. Das ist definitiv nicht der Fall. Okay. Aber zwei Legislaturen, also ich sag mal, ich könnte jetzt sagen, alle guten Dinge sind drei, aber dann werden Sie mich in 4 Jahren fragen, warum ich unter Umständen noch weitermache, aber das wird man dann zum jeweiligen Zeitpunkt entscheiden. Okay. Ist ja auch so die Frage mal ganz interessant, Ihnen diese Frage zu stellen. Sie haben jetzt ja als Mandatsträger 8 Jahre hinter sich und haben sicherlich in der Zeit manches an Veränderungen im politischen Feld und Umfeld erlebt. Und mal so die Frage an Sie, was finden Sie gut an der Politik, was finden Sie nicht gut?
Was finde ich gut? Erst einmal finde ich gut, wie ich eben schon sagte, dass doch entgegen aller Erwartungen man wesentlich mehr gestalten kann, als man sich so landläufig vorstellt. Ja. Ich war erst etwas irritiert, als es hieß, jetzt komm erst mal hier an und dann guck dir das erst mal an und dann so weiter und so fort. Ja. Und ich meine, ich habe 25 Jahre das Privileg gehabt zu gestalten und das wollte ich eigentlich an der Stelle auch. Und dann bekam ich durch eine wirklich fantastische Kollegin aus dem Saarland, Annette Hübinger, die bei mir im Ausschuss war, die Möglichkeit, schon sozusagen noch als junger Abgeordneter meinen ersten Antrag zu schreiben, der am Ende dann zu einer 50-Millionen-Förderung für sogenannte Product Development Partnerships führte. Da geht es um die Medizin, um die Kooperation zwischen pharmazeutischer Industrie, NGOs und so weiter für die Bewältigung von insbesondere Erkrankungen in Entwicklungsländern. Okay. Auch im Hinblick darauf, das war damals mit einer entsprechenden Perspektive auch, zu sagen, Leute, es gibt nicht getrennte Welten auf dieser Kugel, die wir unsere Erde nennen, sondern wir sind eine Welt. So, und wenn dort Menschen leiden, zum Beispiel in diesem Fall an Erkrankungen, dann wird der Virus nicht an Grenzen Halt machen. Und wir müssen auch in unseren Ländern für Erkrankungen wie Ebola, wie Tuberkulose, wie andere halt Mittel und Wege finden. Und dafür war dieser erste Antrag. Der zweite war dann in kurzer Folge für die Beschleunigung von Innovationen in der Medizin. Das heißt, wir warten teilweise viel zu lange auf die Innovation, bis sie beim Patienten ankommt. Wenn der Wissenschaftler sagt, ich bin fertig, bis zu dem Moment, dass der Patient das Medikament oder die Technik für sich hat, dauern 14 Jahre. Da haben wir ein Viertelmilliardenprogramm aufgesetzt im Jahre 2015/16. Und in dieser Legislatur hatte ich dann das Privileg als Berichterstatter, also als federführender Berichterstatter, zwei Gesetze im Bereich der beruflichen Bildung, also die duale Ausbildung, das sogenannte Berufsbildungsmodernisierungsgesetz und das Aufstiegs-BAföG, Meister-BAföG, federführend zu bearbeiten. Und das ist schon wirklich schön, wenn man sagt, der Teil, der ist von mir, den habe ich da reingebracht. Hat meine Handschrift. Der hat meine Handschrift und ich weiß noch den Tag, wie ich das mit dem Ministerium verhandelt habe. Ja. Und das ist einfach unglaublich schön. Ja, glaube ich. Okay. Ja, und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen Antrieb, um weiterzumachen, kann ich mir vorstellen. Ja, klar, natürlich. Okay. Vor allem, wenn man dann zurück in den Wahlkreis kommt und dann hier, ich sage jetzt mal zum Beispiel wie jetzt bei dem Berufsbildungsmodernisierungsgesetz und kommt dann zur Handwerkskammer nach Bad Zwischenahn, dort ins Bau-ABC und es wird einem berichtet, ey, super Änderung, haben wir lange drauf gewartet, fantastisch. Gut, da gibt es natürlich auch Kritik. Ja, aber wenn dann überwiegend Positives dann einem zurückschlägt oder auch Auszubildende sagen, ich habe jetzt die Möglichkeit, im Rahmen des Aufstiegs BAföG meinen Meister zu machen, dann sagt man sich natürlich, ey, super. Dann weißt du, wofür du, und dann vielleicht Ihre Frage noch vollständig zu beantworten, was mag ich nicht an Politik? Die Entscheidungsprozesse sind manchmal doch relativ langwierig. Und daran musste man sich, oder ich mich im Wesentlichen erstmal gewöhnen. Da war ich aus meiner Unternehmung anderes gewohnt. Ja, ja, klar, Sie waren in der freien Wirtschaft, hätte ich das, glaube ich. Ja, ja. Aber auch daran gewöhnt man sich und man lernt auch, das ist physikalisch, würde man es als einen Tiefpassfilter bezeichnen, also schnelle Änderungen im System werden dadurch schwierig möglich. Aber ich sag mal, auch schnell gemachte Fehler werden schwieriger möglich und du musst halt gucken, wie hörst du alle an und wie nimmst du alle mit. Das ist Zeit, aber umgedreht wirst du dabei auch nicht dümmer. Das bringt mich auf die Frage, heute spielen ja in vielen Feldern auch soziale Medien eine Rolle. Ja. Wie geht es denn bei Ihnen so, wenn Sie beispielsweise durch die sozialen Medien feststellen, dass Sie zu einem ganz bestimmten Thema sehr viel Kritik erfahren? Bleiben Sie bei Ihrem Thema oder geben Sie dem Druck auch mal nach. Denn sozialen Medien können ja, vorteilhaft oder nicht vorteilhaft, sehr viel Druck ausüben. Es ist ja die Frage, was für eine Art von Druck das ist. Es gibt einen rein quantitativen Druck und es gibt qualitativen Druck. Okay.
Und einen qualitativen Druck habe ich immer, eine ernsthafte Aufmerksamkeit geschenkt. Qualitativen Druck meine ich jetzt, wenn gute Argumente vorgetragen werden, sich damit auseinanderzusetzen, dann betrachte ich auch die sozialen Medien wie eine Art Sparringspartner, genau wie meine eigene Familie, wie mein Umfeld, wie meine Freunde, wie aber auch die politischen Kollegen, auch die Koalitionspartner. Das sind Sparringspartner. Und wenn meine Argumente nicht ziehen, qualitativ ziehen, dann muss ich auch, ich sag mal, die Demut haben, an dieser Stelle zu sagen, okay, dann sind es andere. Aber wenn es einfach nur ein quantitativer Druck ist, also die Argumente aus meiner Sicht nicht besser sind, sie werden nur lauter, intensiver vorgetragen. Um einige Gesetzesvorhaben hatten wir es so, dass manchmal im Sekundentakt die Facebook-Messages da reinkamen. Das ist, ich sag mal, da änderte sich kein Argument. Es wurden immer dieselben Argumente vorgetragen, die ich aus meiner Sicht für nicht stichhaltig erachtet habe, mich auch mit den Leuten auseinandergesetzt habe, wo sie zur Auseinandersetzung bereit waren. Aber einem rein quantitativen Druck, einfach nur weil es laut ist, habe ich noch nie nachgegeben. Okay, aber da gehört ja schon eine gewisse Festigkeit dazu, um das so zu machen. Ne? Na gut, das ist wieder in Anführungsstrichen das Training aus 20 Jahren Berufserfahrung vorher. Wie ist das eigentlich bei Ihnen? Wie kann so ein Wähler zu Ihnen Kontakt bekommen? Denn die sind ja häufig in Berlin, dann sind sie in diesem oder jenem Ausschuss und so weiter. Wie kommt so ein Wähler aus dem Ammerland an Stefan Albani ran? Oh, da gibt es viele Wege. Ich will mal umgedreht anfangen, wie er nicht zu mir kommt. Solche selbsternannten Plattformen wie Abgeordnetenwatch.de oder dergleichen mehr, den habe ich von Anfang an eine Absage erteilt. Habe gesagt, das ist nicht der Weg. Was aber der Weg zu mir ist, sind eigentlich quasi alle anderen offiziellen, für jeden freien Wege. Das heißt per Fax, per Telefon, per E-Mail, per WhatsApp. Also auf all diesen Wegen zu mir zu kommen. Es werden dann häufig, gerade in der letzten Zeit, weil bei Corona natürlich sehr viele Ängste auch mitschwingen, dann nicht schriftlich beantwortet, sondern dass wir dann Telefontermine machen und ich dann an meinem Corona-Helpdesk sitze und telefonisch zurückrufen, weil Ängste bearbeitest du nicht schriftlich. Ja. Die arbeitest du auch nicht in Gruppen, sondern musst du wirklich das individuelle Gespräch führen. Und das ist mir an der Stelle dann auch sehr wichtig. Und da ergab sich gerade heute eine Anekdote. Da hatte ich ein Unternehmen angerufen und hatte mit denen lange über ihre Situation gesprochen und danach Homeschooling mit meiner Tochter geredet und kurz was gegessen und währenddessen klingelte es dreimal. Ja, okay. Und bin ich wieder zurück ins Arbeitszimmer und habe dann zurückgerufen und dann war die Telefonanlage dieses Unternehmens wohl kaputt gegangen und hatte mich mehrfach angerufen und sie sagten, es täte ihnen fürchterlich leid, aber jetzt wüssten sie, wie dicht man den Abgeordneten haben kann, weil er sofort zurückruft. Das war so, okay. Und so halte ich es auch. Wenn ich in der Lage bin, auch WhatsApps oder einen Post bei Facebook schnell zu beantworten, dann mache ich das. Okay. Ansonsten habe ich natürlich auch Mitarbeiter, die mich dabei unterstützen, die auch die Telefontermine machen. Aber all diese Bereiche von E-Mail, von Fax, von Brief, all diese Bereiche stehen offen, werden intensiv genutzt. Okay. Und ich will nicht in Abrede stellen, dass wir auch mal was verpassen. Okay. Aber im Großen und Ganzen versuchen wir eigentlich doch alle abzuarbeiten. Manchmal dauert es ein bisschen länger. Ja, okay. Manchmal kommt kein Brief, sondern auf einmal dann für einige überraschend ein Telefonat. Okay. Aber insgesamt kriegen wir das eigentlich alles gewusst. Das heißt, Anfragen, Anregungen von Wählerinnen und Wählern beantworten Sie direkt und lassen nicht beantworten durch Ihre Mitarbeiter? Also alle Antworten sind auf jeden Fall mit mir abgestimmt. Okay. Ich sag mal, wenn dann viele Fragen ähnlicher Natur sind, dann brauche ich nicht jedes Mal sozusagen bis ins letzte Detail das zu überprüfen. Aber wie gesagt, die ganzen Telefonate sowieso. Und einige, und nicht zu sagen, also alle Briefe sind durch mich autorisiert und freigegeben. Okay. Und einige von denen schreibe ich dann auch entsprechend selber. Okay. Lassen Sie mich noch mal ganz kurz, Herr Albani, noch mal über Ihren Werdegang sprechen. Ich habe absichtlich vorher nicht gefragt, als Sie gesagt haben, ich habe mich aus zwei Unternehmen zurückgezogen. Sie sind ja von Hause aus Physiker. Ja. Das muss doch mit einer ganz bestimmten Person Sie besonders verbinden, mit Angela Merkel. Ne? Zumindest beruflicherseits. Ja, gut, ich meine, es gibt so wie in jedem Beruf, ich sag mal, bestimmte Spezifika, die du entweder hast, um diesen Beruf zu ergreifen oder die innerhalb des Berufes sich ausprägen.
Das gibt es bei Juristen, die ihre entsprechende Konzentration auf Form und Fristen, Einhaltung von Form und Fristen haben. Oder wie gesagt, gibt es in allen Bereichen und auch in der Physik. Und da habe ich einmal die Anekdote gehabt, da hatte sie uns als junge Abgeordnete eingeladen und eine der typischen Sprüche im Bereich der Physik ist halt, solange sich die Datenbasis nicht ändert, muss ich das Modell nicht ändern. Und den brachte sie dann in dieser Sitzung mehr oder weniger wörtlich, weil man ihr an einer Stelle Halsstarrigkeit vorwarf. Und sie sagte an der Stelle, Moment, solange sich die Datenbasis nicht ändert, muss ich an der Stelle, jetzt ändert sich die Argumentation auch nicht. Ja, aber wenn sich die Datenbasis ändert, überdenke ich natürlich jedes Modell. Ja. So, und insofern gibt es da schon, aber ich würde es jetzt nicht zu weit treiben an der Stelle. Und ich fände es auch sehr anmaßend, mir dann derartiges zu überlegen. Sie sind ja nach Ihrem Physikstudium, waren Sie ja, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, doch hier Geschäftsführer und auch Gesellschafter bei dem Hörzentrum und Hörtech, glaube ich. Richtig. Und im medizinischen Versorgungszentrum war ich Prokurist. Ach, da auch, bei dem Rhein. Okay. Genau. Und das waren Sie dann wohl, wie Sie eingangs sagten, bis 2018? Also 2013 habe ich bereits das medizinische Versorgungszentrum abgegeben. Okay. Das wurde dann vom Evangelischen Krankenhaus alleine weitergeführt. Und die beiden anderen Unternehmen, da hatte ich ja mit den Mitarbeitern und auch mit den Gesellschaftern, das war ja die Universität, das Krankenhaus und einige Privatiers, vereinbart, dass ich gesagt habe, die erste Legislatur kann ich euch noch begleiten, das geht. Aber in einer zweiten, und so hat sich jetzt auch ergeben, dass ich Obmann wurde und dann werden Pflichten und Notwendigkeiten zunehmen und dann ist es nicht unlauter, das zu tun. Ja, okay. Und so haben wir dann 2017, 18 das miteinander verhandelt und ich habe dann gesagt, ähnlich wie bei meinem Sohn, als er von zu Hause auszog, es ist sinnvoll, dann auch die Freiheit in vollem Umfang zu geben und nicht... Dann habe ich meinem Sohn damals gesagt, nimm deinen Schlüssel, gib ihn den Nachbarn, gib ihn deinen Freunden, aber gib ihm nicht deinen Vater, damit es so erscheint, als könnte dein Vater noch bei dir in die Wohnung rein. Und genauso habe ich es auch mit meinem Unternehmen gehalten. Ich habe gesagt, ich scheide als Geschäftsführer und als Gesellschafter an der Stelle aus. Ihr könnt mich immer fragen, wenn ihr eine Frage habt, wie jedes andere Unternehmen im Wahlkreis genauso. Aber dann muss an der Stelle auch klar sein, dass man an der Stelle, ich sag mal, Freiheit gibt. Loslassen ist eine wichtige Sache, die man lernen muss. Das ist nicht ganz einfach. Nein. Und insofern erwähne ich auch das Beispiel mit meinem Sohn. Das war ein halbes Jahr vorher. Und so konnte ich bei meinem Sohn trainieren, was dann bei meinem Unternehmen erstaunlicherweise sehr schwierig, mir sehr schwer gefallen ist. Aber am Ende dann auch, also ich bin heute immer noch überzeugt, der vollständige Cut an der Stelle war das Richtige. Wie geht man eigentlich als Abgeordneter damit um, dass man so Aufgaben hat wie Abgeordnetentätigkeit, ist ja auch zeitintensiv mit verschiedenen Ausschüssen, ist ja nicht nur die Plenumssitzung, auch die Ausschusssitzung. Dann kommt dazu Wahlkreisarbeit, Sie sind glaube ich auch noch stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbandes Ammerland. Da muss man sich aussehen lassen, einige Aufgaben erledigen. Ja, und dann gibt es auch noch solche Anfragen wie hier bei O1 und so weiter. Dann wollen Sie weder sprechen. Der Tag hat doch für Sie auch nur 24 Stunden. Ein paar davon müssen Sie schlafen. Ja, gut, da findet jeder der Kollegen und auch ich habe am Anfang meinen Weg finden müssen. Und ich habe damals einen sehr schlauen Rat von meinem Hausarzt gekriegt, der auch ein Mensch ist, der viel arbeitet. Und er hat gesagt, fang gar nicht erst an, von deinem, ich sag mal, normalen Leben, was die überwiegenden Menschen führen können, irgendwas rüber zu retten, du wirst nur frustriert. So. Ja. Und insofern habe ich das Modell, was ich mir gemacht habe, derart gestaltet, dass ich unter der Woche von, ich sag mal, Pi mal Daumen 9 Uhr bis abends 21, 22 Uhr Termine annehme und auch selber mache, so wie jetzt hier einen. Das mache ich inklusive der Wochenenden, wo dann halt ganz andere Arten, weil abends sind natürlich die ganzen ehrenamtlichen Vereine, Parteiversammlungen und ähnliches. Und am Wochenende, wenn nicht gerade Corona ist, gibt es dann halt was weiß ich, ein Schützenfest hier und eine Versammlung oder ein Waldlauf dort. Und dann ist man schon gerne dabei oder wird eingeladen. Und das mache ich halt insgesamt so 8, 9 Wochen durch. Okay. Und dann sage ich eine Woche, da hole ich mir dann meine Feierabende und meine Wochenenden sozusagen zurück. Bin dann für meine Frau im Wesentlichen da, die Kinder sind ja alle alt genug. Und dann fahren wir weg, dann bin ich auch weg. Das hat den großen Vorteil für mich,
dass unter der Woche die Leute einerseits fragen, oh mein Gott, kommen Sie gar nicht zur Ruhe, sondern es hat für Sie den Vorteil, wenn ich einen Termin absage, dann ist die Begründung ganz klar, dass in dem Moment ein anderer Termin anliegt. Okay. Und nicht die Sorge vielleicht doch in dem einen oder anderen Kopf drin ist, dass ich den einen Termin für wichtiger erachte als den anderen. Ja, ja. Sondern wenn ich Termine absage und keine anderen habe, dann bin ich auch weg. Ja, ja. So, und das war für viele leichter zu akzeptieren, als ich sage, was weiß ich, an einem Tag einen Termin in Oldenburg zu und einen Termin im Ammerland ab am nächsten Tag. Mhm. Dann ist ja die Reaktion nicht unbedingt, okay, am nächsten Tag macht er die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern warum hat er Oldenburg lieber als das Ammerland oder umgedreht? Ja, es gibt Ärger. Und dann gibt es immer Ärger. Ja, ja, ist klar. Ist so, und deswegen habe ich das für mich so gefahren. Und wenn man dann, ich sag mal, und die Familie auch und alle miteinander dieses Regelwerk transparent empfinden, dann läuft es auch. Ja, okay. Lass uns mal ein bisschen zurückblicken. Wie hat sich so nach Ihrer Wahrnehmung Politik in den letzten Jahren verändert? Also in den letzten Jahren oder in dem letzten Jahr natürlich ganz wesentlich durch die Pandemie bedingt. Zwischen den letzten beiden Legislaturen ganz stark durch den Einzug der AfD in den Deutschen Bundestag. Okay. Also die Art und Weise der Argumentation, wenn man es denn so Argumentation nennen möchte, also der Auseinandersetzung nenne ich jetzt mal, ist wesentlich schärfer geworden, teilweise auch verletzend. Also wir haben uns in der Legislatur davor über Hate Speech und derartiges nicht auseinandergesetzt, nicht auseinandersetzen müssen. Auch über das, ich sag jetzt mal, brutale Verdrehen von Fakten, das Behaupten von Dingen, die einfach mit nichts zu begründen sind, nur um Bevölkerung aufzubringen, das ist in dieser Legislatur deutlich schärfer geworden. Der Konsens über die Parteien hinweg, am Ende etwas Positives für Deutschland zu wollen, ist in der Form nicht mehr spürbar, seitdem die AfD da ist, weil der Vorwurf des Zersetzenden, des Zerstörenden quasi im Raum steht, bei gleichzeitiger Selbstumsetzung. Also das ist schon eine deutliche Veränderung. Und jetzt natürlich durch die Pandemie ist teilweise mehr Distanz. Ja. Das heißt, durch Telefone, durch Videokonferenzen ist mehr Distanz gekommen. Mhm. Aber gleichzeitig, witzigerweise, in dieser Distanz auch wieder mehr Nähe. Warum? Mhm. Weil mehr möglich wird. Ich habe jetzt letzte Woche war das, da hatte ich eine Clubhouse-Besprechung und zwei Videokonferenzen und alles sozusagen zack, 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 zack hintereinander. Und das wäre mir sonst physisch gar nicht möglich gewesen, weil ich natürlich mindestens eine halbe Stunde zwischen den Orten Zeit gehabt hätte zu wechseln. Und so ist, wo sage ich dann auch manchmal, ihr seid doch nur einen Klick entfernt. So nach dem Motto, da bist du in einer Sekunde in Berlin in einer Besprechung und einen Klick weiter bist du im Ammerland und unterhältst dich mit Vertretern aus Schulen über die Digitalisierung in den Schulen. Ja, ja, man kann in der Tat die Zeit jetzt intensiver nutzen, nicht durch Zuhilfe dann mit der Technik. Auch auf das Thema Digitalisierung kommen wir nachher im Laufe unseres Gesprächs noch zurück. Lassen Sie uns nochmal auf die Wahlperiode, die jetzt ja zu Ende geht, zurückblicken. Welches Resümee ziehen Sie zu diesen letzten vier Jahren? Es fing ja holprig an mit einer Regierungskoalition, die nicht sein wollte, nicht sein sollte. Der Bundespräsident musste massiv eingreifen. Und dann musste erst aus Abneigung sich so ein bisschen Vernunftzuneigung entwickeln. Ja, und das bis heute, 2021. Corona hat auch etwas verändert in der Regierung wahrscheinlich, ne? Ja, ja, klar. Ja, also, wie Sie sagen, der Start war holprig. War schade, ich hätte diese Vorstellung einer Jamaika-Koalition ausgesprochen interessant gefunden. Ja, ja. War auch am Anfang sehr positiv überrascht, würde ich jetzt nicht sagen, aber positiv angetan, dass auch die Verhandlungen mit den Grünen schneller gingen in einigen Bereichen, als das mancher erwartet hätte. Mhm. Gut, es hat nachher nicht sollen sein, Gründe dafür sind bekannt. Und dann kam es zur weiteren Auflage der Großen Koalition. Klar, für beide Seiten jetzt mit Sicherheit keine Wunschehe, wenn man dieses Bild bemühen möchte.
Was ich aber besser fand als in der letzten Legislatur, dass man sich danach nicht so lange damit aufgehalten hat, mit dem, wir wollten ja gar nicht und das war nicht das, was wir wollten. Das habe ich 2013 als langwieriger empfunden. Okay. Auch weil natürlich die Legislatur schon fortgeschritten war und man jetzt nicht noch viel mit Lamentieren machen konnte, sondern es war dann auch die Notwendigkeit des Handelns gegeben. Und ich kann in dieser... Also die ist für mich sehr stark zwiegespalten, diese Legislatur. Die Tatsache, dass ich zwei Gesetze federführend bearbeiten durfte, die halt sehr wesentlichen Einfluss auch auf das Leben der Auszubildenden, der jungen Menschen hat und die berufliche duale Ausbildung, das war natürlich etwas total Tolles. So. Ja, und das hat viel Kraft gekostet. Kann ich mich auch nur bei den Kollegen aus der eigenen Fraktion, aber auch aus der, vom Koalitionspartner herzlich bedanken. Das war ein konstruktives Miteinander, was am Ende nach Aussagen auch vieler Beteiligter, Gruppenkammern, wirklich zu einem guten Ergebnis geführt hat. Okay. Das war so das eine. Und das andere war natürlich dann dieses völlige... hineingehen in das Unbekannte hinein, gefordert durch die Pandemie. Ja, ja. Auch hier hatte ich natürlich wieder, muss man sagen, toi, 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 durch meine medizinische Vorbildung viele Vorteile, dass ich nicht von der Pike auf lernen musste, wie funktionieren Viren, was ist Epidemiologie, was ist der Unterschied zwischen einer exponentiellen und einer linearen Entwicklung. Auch die Tatsache, das war ja Teil auch meiner forschenden Tätigkeit, dass Menschen kein Empfinden für exponentielle Entwicklung haben. Unser Leben findet um uns herum im Wesentlichen linear statt. So, und das ist ja schon bei uns im Hören so, dass die dB-Skala ist eine logarithmische Skala. Und dafür haben die Menschen, dass 10 dB die Verdopplung der Lautstärke ist, das kann keiner nachempfinden. Nee, kann sich und genauso ist es auch bei der Pandemie gewesen. Dieses, wieso, die Zahlen sind doch klein, wo ist denn eigentlich das Drama? Dann aber zu sehen, wenn es in diese, bei einer exponentiellen Kurve unterscheidet man den Bereich der Unterschätzung, wenn es halt unterhalb des Linearen ist. Und dann der Moment des Abschießens sozusagen, was man vorher in der Form nie erwartet hätte. Und da ist mir natürlich einiges leichter zugänglich gewesen, was nicht heißt, dass das Handeln und die Entscheidung dadurch leichter wurden. Aber dieser zweite Teil war natürlich ein sehr stark reaktiver Teil, während die beiden Gesetze sehr stark prospektiv, wie wollen wir verändern, wie wollen wir gestalten, war das andere halt natürlich sehr stark reaktiv. Wie kommen wir jetzt zunächst mal in einen sicheren Zustand? Auch die Diskussion bei uns damals im Forschungsausschuss, gehen wir jetzt auf Therapeutika, also auf Medikamente gegen, oder gehen wir auf Impfstoffe? Und wo ich gesagt habe, bei Viren gibt es nur eine klare Aussage, es geht auf Impfstoffe. Weil wenn du ein Medikament entwickeln willst, dann brauchst du erst einmal eine ganze Menge auch an Fällen, die du klassifizieren kannst, deren Verlauf du dokumentierst und dergleichen mehr. Und hier ging es ja darum, möglichst Fälle zu verhindern. Ja, genau. So, das Zweite ist, anders als bei Bakterien, gibt es faktisch nicht in dem Sinne Wirkstoffe dagegen. Es gibt Linderungen für den Körper, während er die Viren überwindet. Ja. Insofern macht es Sinn an dieser Stelle, alle Kraft in die Entwicklung von Impfstoffen zu setzen. Okay. So, und das waren Diskussionen, die haben wir im Forschungsausschuss heiß geführt. Die kamen jetzt nochmal auf, also das heißt, jetzt müssen wir aber langsam mal in therapeutische Medikamente investieren. Und wenn man dann sieht, dass so eine Saat 9 Monate später aufgeht und eine Firma wie BioNTech mit einem, mit einem Ansatz, den wir in der Forschung schon seit vielen, vielen Jahren eigentlich für den Kampf gegen Krebs auch forschungsgefördert haben. Das ist dann auch so ein Moment, wo du sagst Da hat man so innere Zufriedenheit bekommen. Ja, Zufriedenheit, es geht ja um das Leid, aber es ist schon, dass man viele Entscheidungen sind schwierig und viele, aber wenn dann eine Entscheidung auch ganz klar sagt, hier, da habt ihr es richtig gemacht, das ist schön. Sie sind doch auch Mitglied, stellvertretendes Mitglied, glaube ich, im Ausschuss für Gesundheit im Bundestag. Ne? Ja. Und da kann ich mir vorstellen, mit diesen Fragen, die Sie gerade beleuchtet haben, gerade Aspekten, haben Sie wahrscheinlich im Ausschuss jetzt häufig zu tun gehabt im Jahr 2020 durch die Corona-Pandemie. Auf der anderen Seite sagt mir jetzt mein Inneres, vielleicht doch nicht so viel. Denn es ist ja vieles,
am Bundestag jetzt bei der Pandemiebekämpfung vorbeigegangen, durch ein Gremium, so kommt es bei mir als Wähler an, was im Grundgesetz gar nicht vorgesehen ist. Denn eine Ministerpräsidentenkonferenz, die so einfach mal so entscheiden kann, wann, wie, welcher Lockdown wie gestaltet wird, das gibt es im Grundgesetz gar nicht. Das kommt bei mir auch so an, wie so eine teilweise Entmachtung der Legislative. Wie geht man damit um? Dass man auf der einen Seite im Gesundheitsausschuss ist, über solche Fragen beraten darf, so, und andere entscheiden denn darüber mal? Also, da muss ich einfach sagen, das ist vielleicht in der Wahrnehmung so, das kann ich auch nachvollziehen, aber es ist de facto nicht so. Okay. Und ich sag mal, mit seinen negativen Auswirkungen hat man es ja auch gesehen. Die Ministerpräsidentenkonferenz oder die Konferenz zwischen der Kanzlerin und den Ministern und den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten ist ein Transmissionsriemen. Ja. Also ein Übertragungsriemen zwischen dem Bund und den Ländern. Die Umsetzung in Gesetze dessen, was dort besprochen, / entschieden wird, musste in den Ländern stattfinden, gesetzlich. Okay, deswegen war immer die Situation, dass danach eine gesetzliche Umsetzung in den Ländern stattfindet. Und hierüber haben sehr wohl auch die Landesparlamente entsprechend mitgestaltet. Das führte ja mitunter auch dazu, das wiederum als Nachteil gesehen wurde, dass bestimmte Entscheidungen, die aus diesem Transmissionsriemen quasi dann in die Länder kamen, am nächsten Tag auf einmal abgeschwächt oder verstärkt worden sind. Da sieht man ja, dass das kein Entscheidungsgremium in dem Sinne war, sondern da wurde natürlich Einigkeit herbeigeführt, die dann in der Umsetzung im Detail manchmal noch wieder auseinanderdriftete, was ich teilweise nicht positiv finde. Und umgedreht muss man auch sagen, der Deutsche Bundestag war sehr umfänglich und wir haben es mal zusammengerechnet, im November letzten Jahres waren es allein 70 Debatten, in denen wir über die Corona-Pandemie, deren Auswirkungen debattiert haben. Wir verabschieden den Haushalt, wir setzen die Grenzen bis hin zu dem dritten Pandemieschutzgesetz, also beziehungsweise epidemiologischen Gesetz, was ja heiß diskutiert worden ist, wo der Bundestag sich auch noch mal explizit zurückgeholt hat, die Tatsache, dass wenn wir, das war vorher so nicht, dass wenn die exekutive Entscheidung fällt, diese nur eine Gültigkeitsdauer von 14 Tagen haben. Also, Das wurde hinterher von einigen auch, warum geht das immer nur 14 Tage? Weil der Bundestag gesagt hat, die fahren nur 14 Tage entsprechend ihrer Entscheidung und dann setzen wir wieder Rahmenbedingungen. Dann können wir auch entsprechend in dieser Zeit gegensteuern, dann können wir uns da einmischen. Also ganz so, wie es erschien, muss ich ganz ehrlich sagen, war es aus dem praktischen Arbeiten heraus nicht. Okay, wobei ich dann mal so sagen möchte, in der Öffentlichkeit ist ja so ein Eindruck entstanden. Ja. Und da frage ich mich manches Mal, warum lässt ein Bundestag oder die Abgeordneten zu, dass eine solche Ansicht in der Öffentlichkeit entstehen kann? Da muss man doch auch mal für Aufklärung sorgen, damit vielleicht Presse, Medien und so weiter ein anderes Bild abgeben, oder? Es gab eine Zeit, da war mindestens in jedem zweiten, wenn nicht in jedem Anruf im Rahmen meiner Corona-Sprechstunde, die manchmal die ganze Woche durchdauerte, dieses Thema. Das habe ich dann entsprechend allen wieder und wieder erklärt. Jetzt auch wieder gerade die Situation in der letzten Woche, wo ein Mitglied der Exekutive, in diesem Fall Helge Braun, über die mittelfristige Aufhebung der Schuldenbremse konfabuliert und dann wir seitens der Fraktion, ich glaube, es waren nicht mal 24 Stunden, dem eine ganz klare Absage erteilen. Wir dealen hier oder wir handeln hier nicht leichtfertig mit der Zukunft unserer Kinder, dass man in solchen Krisen unter Umständen sagen muss, jetzt ist ein Ausnahmezustand. Aber dieser Ausnahmezustand darf keine Sekunde länger dauern als notwendig. Und dann muss man auch wieder zu den vernünftigen Rahmenbedingungen einer Haushaltsführung zurück und in diesem Fall halt auch die Schuldenbremse wieder intakt setzen. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Aber da sieht man, die Exekutive hat hier etwas
ich will nicht sagen entschieden, aber sozusagen geäußert. Und es wurde durch die Legislative, in diesem Fall der Fraktion, binnen 24 Stunden kassiert. So, und auch ganz klar, und damit ist das Thema auch vom Tisch. Die Fraktion wird dort so nicht mitgehen. Ja, er ist wahrscheinlich von seiner Chefin veranlasst worden. Mal so das sind jetzt Spekulationen. loszulassen. Nun kann ich mir auch vorstellen, Herr Albanis, Sie sind ja alleine durch den Wahlkreis, den Sie haben, Ammerland, Oldenburg oder Oldenburg-Ammerland, auch wahrscheinlich sehr viel mit Corona-Dingen beschäftigt. Wenn ich alleine mal an Zwischenahn denke, etwas höhere Altersstruktur, da berührt Sie wahrscheinlich auch das, was jetzt so in der Pandemie in den Altenheimen passiert ist. Ne? Klar. Und da gibt es ja einen Herrn Kubicki von der FDP, der hat ja mal gesagt, man müsste viel stärker die Altenheime schützen, müsste dafür ein Konzept haben und dafür einen etwas leichteren, seichteren, weicheren Lockdown. Wie kommt das bei Ihnen an? Denn Sie erleben ja wahrscheinlich beispielsweise durch Zwischenahn mit einer größeren Anzahl an Altenheimen so manches da. Ja, nicht nur durch Zwischenahn. Meine eigene Mutter lebt seit zwei Jahren in einem Pflegeheim. Und ich habe das miterlebt, was auch das mit den Bewohnern solcher Heime macht und was es für mich als Mensch, als Sohn, was es mit meiner Familie, meine Frau ist eigentlich üblicherweise jede Woche bei meiner Mutter gewesen, auf einmal ging es nicht mehr. Und insofern fand ich teilweise die Äußerung von Herrn Kubicki das Ausspielen bestimmter Gesellschaftsschichten gegeneinander, was für mich per se verbietet. Und ja, die Kritik an einer Stelle ist berechtigt. Im Sommer, Herbst letzten Jahres hätte ich mir gewünscht, früher konsequente Maßnahmen zu ergreifen. Sie erinnern vielleicht noch, da war ja die Situation, dass damals die Kanzlerin auch gesagt hat, wir müssen jetzt wieder verschärft Maßnahmen ergreifen. Und die MPK, also die Ministerpräsidentenkonferenz, da sehr zögerlich war. Da haben wir aus meiner Sicht 2-4 Wochen ehrlicherweise verloren. Und bei einer exponentiellen Entwicklung kann das mitunter entscheidend sein. Natürlich, klar. So, insofern wäre ich in Bezug auf die Maßnahmen auch rund um die Pflege und Altenheime gerne früher in diesem Stadium gewesen, wo wir jetzt uns befinden, dass nämlich das Personal mehrfach die Woche Gäste und Besucher permanent mittels Schnelltests untersucht werden, die Bewohner ebenfalls periodisch innerhalb der Woche untersucht werden und wir auf diese Art eine Art Versorgungsteppich legen, der ermöglicht, dass Besuche weiter machbar sind, aber halt unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Denn Einsamkeit ist auch etwas, was die Seele des Menschen kaputt macht. Und der ist ein mindestens genauso wichtiges Organ wie alles andere auch. Und man an der Seele zu erkranken, zieht auch körperliche Erkrankungen nach sich. Und insofern hätte ich mir gewünscht, früher Schutz durch diese Maßnahmen, konsequenter Natur, aber das betraf die ganze Gesellschaft. Und es wäre niemals im Sinne, und das finde ich halt das Falsche in der Argumentation des Kollegen Kubicki, das gegen den Lockdown zu setzen. Denn der Rest der Gesellschaft, und das sehen wir ja in den Verläufen, ist ja davon nicht frei. Ja, wir haben eine höhere Problematik in höheren Altersgruppen. Ja, klar. Aber das ist ja nicht so, dass die Jüngeren, also sprich die, was weiß ich, 20- bis 60-Jährigen davon frei sind. Und insofern auch an der Stelle gibt es viele Verläufe. Gestern habe ich erst wieder mit einem telefoniert, das war ein leider sehr verspäteter Anruf, wo ich dann sagte, es hat doch noch geklappt, ich habe es doch noch geschafft, Sie zurückzurufen. Und am Ende war jemand völlig fertig und ich fragte dann, was ist? Und bei dem war gerade in der Bekanntschaft ein 54-Jähriger an Corona verstorben. Und deswegen sage ich, es ist nicht der Schutz von Altenheime versus Lockdown, sondern es gilt der ganze Gesellschaft ein Schutz und ganz besonders der Schutz der vulnerablen Gruppe der Älteren, die unter Umständen dann sogar im Heim ist. Wir müssen auf beiden Feldern sehr sensibel vorgehen.
2017, Herr Albani, ja, haben wir beide uns unterhalten, oder ich bin ziemlich sicher, da habe ich Sie danach gefragt, was ist denn so Ihr Vorhaben für die vor Ihnen liegende, damals zu beginnende neue Wahlperiode? Und wir haben mal in unseren Archiven gekramt und haben noch mal herausgefunden, die Stelle, die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Ja. Das ist jetzt, wenn Sie so wollen, 4 Jahre her. Ja, ist klar. Hier möchte ich mich insofern anschließen, also, dass wir momentan, das ist ja eben auch schon angeklungen, an vielen Stellen an Veränderungen in unserer Gesellschaft arbeiten. Wir haben von der Digitalisierung über eine andere Form von Mobilität, wir haben in dem Bereich der Bildung, wo Digitalisierung in viele Berufe einzieht, viele Verunsicherungen, Fragen, wie wird das morgen mit meinem Beruf aussehen, wie wird das morgen mit meinem Arbeitsplatz aussehen, wie wird das mit der Gesellschaft als Ganzes, werde ich noch Autos besitzen, werden wir Autos sharen, wie wird das alles entsprechend sein? Und einer der größten Reize für mich eigentlich, in den Deutschen Bundestag zu gehen, war, dieses mitgestalten zu können. Und genau in diesem Zusammenspiel zwischen Wahlkreis und der Gestaltung in Berlin die Möglichkeit zu besitzen, die Menschen mitzunehmen, ihnen zu zeigen, dass diese Zukunft wissensbasiert, wissenschaftsbasiert eine Möglichkeit hat, positiv für uns gestaltet zu werden. Nein, also wir können sehr viel gestalten. Wenn Sie in Ausschüssen drin sind. Ja, natürlich, wir sind alle sind in Ausschüssen drin. Ja. Und du hast natürlich, oder man hat die Situation, dass man zum einen an den Gesetzesvorhaben, die aus dem Kabinett kommen und dergleichen, mitwirkt. Als einer bei uns von 310, insgesamt von 630, das ist richtig. Aber ich habe in diesen Bundestag 3 Initiativen eingebracht. Eine zur Steigerung von Forschungsgeldern im Bereich der vernachlässigten Erkrankungen. Da ging es damals um die Frage Ebola, die gesamten Erkrankungen im Bereich von Malaria, AIDS, TBC, also Tuberkulose. Das konnte man tun. Dann habe ich einen weiteren Antrag eingebracht. Da ging es darum, wie man Innovationen schneller zu den Menschen bekommt im Bereich der Medizin. Und als dritten eine neue Strategie für Antibiotika. Die haben wir initiiert, die habe ich mit dem Kollegen von der SPD dann entsprechend verhandelt. Und da kannst du etwas bewegen. Also insofern kannst du kann man neben der Situation, dass man mitwirkt, mit einer lauten Stimme mitwirkt, kann man auch selbst gestalten. Bani, nun sind wir rund 4 Jahre später und wir haben jetzt die Pandemie und alle Welt sagt jetzt, danach werden wir die Welt nicht mehr so vorfinden können wie vor der Pandemie. Alleine wenn wir uns jetzt mal kaprizieren auf die Berufs- und Arbeitswelt. Es wird mehr in Digitalisierung gemacht und viele Abläufe werden verändert, erleichterter, vielleicht andersartiger sein. Viele fragen sich jetzt auch, und was macht das jetzt alles mit mir? Wenn wir die Aussage von damals mal mit heute vergleichen, waren Sie nach Ihrer Ansicht damals sehr weitsichtig, wenn Sie das jetzt mit heute vergleichen? Ja, nee, weitsichtig. Zuerst mal war ich nicht allein. Ich meine, diese Vorstellung und dass die Digitalisierung ein wichtiger Punkt ist, auch die Digitalisierung insbesondere in der Bildung ein wichtiger Punkt ist, das war auch schon vor der Pandemie ein wichtiger Punkt. Und hier musste man immer wieder feststellen, dass Konzepte über Konzepte über Konzepte geschrieben worden sind, in Firmen überlegt worden ist, wie digitalisiert man denn, was macht man denn und so weiter. Und das, gut, das ist dann so eine Erfahrung aus meiner beruflichen Tätigkeit vorher. Es nützt nichts, Konzepte zu schreiben, am Ende musst du sprengen. Ja, natürlich. So. Das ist, hat immer was mit dem Verlassen von Komfortzonen zu tun und das fällt natürlich dem einen schwerer als dem anderen. Ja. So, jetzt kam die Pandemie und sie hat uns in Teilen zum Springen gezwungen. Natürlich. Ja, ja. So, das heißt, in einigen Bereichen sind wir aber auch hart aufgeschlagen. Ja. Da musste dann schnell nachgearbeitet werden an dieser Stelle, weil wir halt nicht so weit waren, wie wir hätten sein sollen. Also wenn es zum Beispiel um die rein technische Ausstattung, wenn wir jetzt mal im Bereich der Bildung bleiben, der Schulen anbelangt. Den Digitalpakt, über den jetzt jeder in der Pandemie spricht, den haben wir, da hatten wir von einem Virus noch keine Ahnung, auf den Weg gebracht. Und nur sehr schleppend kam das Ganze über die Länder dann und so weiter und so weiter. Das hat sich jetzt beschleunigt, insbesondere im letzten halben Jahr. Also wenn ich nur vergleiche 30.06. letzten Jahres zu 31.12. letzten Jahres, dazwischen hat eigentlich alles stattgefunden, was hätte vorher schon stattfinden sollen. Und auf einmal die Beantragung, die Umsetzung und so weiter und so weiter.
Jetzt kann man sagen, das war zu spät. Ja, zu spät für den ersten Teil der Pandemie. Aber in Bezug auf die Zeit, die jetzt noch vor uns liegt und auch die Zeit danach, ist das mit Sicherheit hilfreich. Wir werden einige der Dinge dankend wieder zurückgeben und sagen, herzlichen Dank, dass wir jetzt auch wieder persönliche Kontakte pflegen können, dass wir wieder mehr Nähe zu den Menschen haben. Aber ich bin mir sehr sicher, gut, ich kannte es vorher aus der Wissenschaft, dass sowas wie Videokonferenzen, man muss sich nicht wegen jedem Mist durch die halbe Republik karren. So, und auch mal eben schnell zusammenkommen, um einen, ich sag mal, Sachstand, einen Entwicklungsstand miteinander abzugleichen. Das ist in der Videokonferenz jetzt eingeübt. Und das geht auch besser. Und auch, ich sag jetzt mal, bis hin zu der Tatsache, wenn Digitalisierung in Schulen Einzug gehalten hat, dann, wenn ein Kind krank wird und Unterricht nacharbeiten muss, dann auf Unterrichtsmaterialien zuzugreifen, die vielleicht die Freundin mal vergessen hat mitzubringen, hier den Austausch zu pflegen, die Möglichkeit zwischen Homeoffice war zum Beispiel vor der Pandemie, haben wir einen sehr starken Druck vieler gehabt in Homeoffice rein. So, das hat sich zum Beispiel auch relativiert. Also viele, die darin eine unglaubliche größere Möglichkeit für sich sahen, haben hinterher festgestellt, naja, ist schon ganz nett, mit den Kollegen mittags essen zu gehen. Und die Kommunikation auf den Gängen oder zwischen den Büros ist auch von einem nicht unerheblichen Wert, mal unabhängig davon, wenn Kinder noch zu Hause im Homeschooling parallel sind. Das sind schon Faktoren, wo man sagen muss, Chapeau vor allen Eltern jüngerer Kinder, die dort diesen Spagat haben machen müssen. Aber hier zum Beispiel das auch relativiert zu haben und viele sagen, nö, eine gute Mischung dieser beiden, also Homeoffice und der Möglichkeit der Arbeit im Betrieb, das hat vieles relativiert. Und ich glaube, da werden wir auch einiges sinnvoll weiterführen. Da muss ich noch mal ein bisschen nachhaken. Sie sagten ja vorhin so Digitalisierung auch in Schulen, damit das Nacharbeiten mit Erkrankungen leichter fällt, sehe ich genauso wie Sie. Aber da kommt mir jetzt so in Erinnerung, vor einem Jahr hat Frau Kalitschek, glaube ich, Ministerin in der Bundesregierung, den Ländern versprochen, so und so wie 100 Millionen gibt es für Ausstattung der Schule in ganz Deutschland in mehr Digitalisierung. Dann hat es gedauert, glaube ich, jetzt vor wenigen Wochen, glaube ich, hat das letzte Bundesland Niedersachsen so eine Vereinbarung unterschrieben, sodass das Geld jetzt aus Berlin fließen kann. Und da frage ich mich, wenn das ein bisschen schneller gegangen wäre in dem Föderalismus, vielleicht wären die Schulen jetzt zu Beginn der Pandemie schon mit der Digitalisierung brauchbarer eingesetzt gewesen. Muss das immer so lange dauern? Nee, das war Sie selbst können nichts dafür. Aber nein, das war doch nicht so lange gedauert. Also man muss im Prinzip mittlerweile zwischen mehreren Paketen unterscheiden. Der Digitalpakt, den wir damals auf den Weg gebracht haben, der hat lange gedauert, keine Frage, bis alle 16 Bundesländer unterschrieben hatten. Aber der ist seit über einem Jahr, anderthalb Jahren ist der am Start. Also seit über einem Jahr können die Schulen abrufen. So. Dann hat man aus der Diskussion heraus aber zwei weitere Pakete danach geschnürt, die unter Pandemierahmenbedingungen. Also das erste war ohne Pandemie. Die zwei weiteren waren mit innerhalb der Pandemie. Das eine war die operative Ausstattung. Das erste, da ging es um Schulen ans Netz, Ausleuchtung, dass die Infrastruktur, die Dateninfrastruktur vorhanden ist und so weiter. Der zweite Teil war dann Hardware, also sprich Hardware auch für Schüler und Lehrer in der Form, was, man muss mir immer wieder sagen, eigentlich nicht Aufgabe des Bundes ist, sondern das ist eigentlich Aufgabe der Schulträger, respektive des Landes. Und der Bund tritt hier ein, obwohl es eigentlich nicht im Rahmen des Föderalen seine Aufgabe ist. Deswegen mussten da teilweise auch neue Wege gefunden werden, das adäquat umzusetzen. Aber der zweite Teil war dann unter Pandemie der Bereich der Hardware. Und der dritte Bereich war dann auch noch die Thematik von Personal.
Denn jeder, der in einem Betrieb schon seit vielen Jahren EDV und so etwas kennt, weiß, die funktioniert nicht von allein. Nee. So, und da ist es mitunter extrem hilfreich. Man hat auch Kräfte und hier Stellen zu schaffen. Dafür hat der Bund dann auch Gelder bereiterstellt. Ja, okay. Und ein Teil dieser anderen Pakete, die sind jetzt erst sozusagen durchgegangen. Aber der Digitalpakt ist schon seit über einem Jahr abrufbar. Okay. Der frühere Unternehmer, Stefan Albani, was sagt er dazu, wenn er jetzt an die Wirtschaft denkt, mit weiterem Lockdown? Also, ich kann fast aus den Gesprächen heute zitieren, die ich am Telefon hatte. Zum einen bin ich als Unternehmer begeistert von den Unternehmen, die diese Herausforderung angenommen haben. Okay. Ihre Geschäftsmodelle angepasst haben. Also ich will mal ein konkretes Beispiel nennen. Gastronomie ist nun mit Sicherheit der Bereich, der am stärksten gebeutelt worden ist. Und dort kenne ich halt mehrere Gastronomieunternehmen hier in der Stadt Oldenburg, die halt dann pfiffige Ideen gehabt haben über Lieferservice, über dann mit, was war das, mit Wohnwagen dann vorfahren, wo man dann in die Wohnwagen das hineingeliefert hat. Oder auch, und das fand ich ein ganz fantastisches Modell, dann einen Lieferservice auszubauen mit den Auszubildenden. Das heißt, die Stammkräfte sind in Kurzarbeit gegangen, aber damit die Auszubildenden weiterhin ihre Ausbildung, denn die Ausbildung, die wir heute nicht tun, sind die fehlenden Fachkräfte doppelt und dreifach von morgen, hat man dort im Patentkrug Auszubildenden genommen und hat einen Lieferservice aufgebaut. So wurde deren Ausbildung weitergeführt. Sie haben selbst das auf den Weg gebracht. Und von so etwas war ich total begeistert. Die Hilfen, insbesondere zur Herstellung der Liquidität, kamen am Anfang, leider ist jeder Maßnahme, erst sehr schleppend. Ja. Sowohl im letzten Jahr als auch in diesem Jahr. Dort haben sich die Systeme erst einschwingen und einarbeiten müssen. Das hat teilweise sehr lange gedauert. Da weiß ich als Unternehmer aus selbst solchen Situationen, wenn du dann bei deinem Steuerberater sitzt und der dir diesen schönen Spruch Liquidität vor Rentabilität sagt, ich hab's nicht da. Ja. So, dann kann ich das auch persönlich nachvollziehen, nicht in der jetzigen Situation, aber halt von meiner damaligen Erfahrung her, was das bedeutet. Wenn du weißt, das Ende des Monats kommt näher. Und insofern war ich auch ein großer Befürworter. Wir haben jetzt insgesamt 75 Milliarden an Unterstützung für die Betriebe in den verschiedenen Hilfenformen. 20 Milliarden an Kurzarbeitergeld ausgelobt und zur Verfügung gestellt. Vieles davon ist glücklicherweise auch schon ausgezahlt worden. Auch mehr, als man so landläufig diskutiert im Bereich der Abschlagszahlung. Jetzt zum Beispiel der Novemberhilfen. Da sind 90% der Abschlagszahlung, 2,4 Milliarden sind dort ausgezahlt worden. Jetzt kommen natürlich noch die größeren Beträge. Da hatten wir Schwierigkeiten mit der EU, weil das EU-Beihilfe uns dort drohte, enge Rahmenbedingungen zu setzen, die aber glücklicherweise wegverhandelt worden sind. Also kurz und klein, ich freue mich über die Unternehmen, die eine große Kreativität an den Tag gelegt haben. Ich kann nachempfinden, dass es vielen Unternehmen an den Rand ihrer Belastungsfähigkeit und darüber hinaus gebracht hat. Ich habe mich für jedes einzelne Unternehmen, was in den Telefonaten bei mir aufgeschlagen ist, eingesetzt, dass die ihre Hilfen möglichst zügig bekommen, weil ich persönlich weiß, was ist. Klar. Ich muss aber am Ende auch sagen, dass ich mich über den einen oder anderen glücklicherweise wenige Fälle geärgert habe, wo Unternehmen an der Stelle gesagt haben, die Politik muss jetzt hier dafür gerade stehen, ich ändere mein Geschäftsmodell nicht, ihr seid jetzt dran, mich hier zu retten. Das ist für mich nur bedingt so. Das ist zu unterscheiden von denjenigen, die es nicht ändern können. Weil es geht nicht. Wir alle sehen momentan unsere Haarpracht an. Das geht nicht. So, aber in anderen Bereichen, wie ich eben geschildert habe, kann man es durchaus tun. Ja. Und das fand ich dann schon irritierend, bis hin zu Unternehmen, denen es eigentlich gut ging und die dann sich darüber ärgerten, dass sie zu viel eingenommen haben, als um die Hilfen in Anspruch zu nehmen. Ja, ja. Und dann sage ich, Moment, wenn ihr es gut geschafft habt, selber da durchzukommen, dann könnt ihr euch doch nicht ärgern darüber, dass ihr die Hilfe nicht kriegt. Doch,
Warum kriegen wir die nicht? Ja, weil es euch gut geht, weil ihr keine Probleme habt. Die ist, ein Medikament kriegt ein Kranker und nicht ein gesunder Mensch. Natürlich. Gib mir noch mal so zu einem anderen Thema. Ich kann Sie nicht entlassen heute hier aus unserer Gesprächsrunde, ohne dass wir das angesprochen haben. Impfstrategie. Ja. Da kann, man kann auf der einen Seite sagen, jetzt geht's endlich los. Auf der anderen Seite gibt es so Aussagen, die sagen, völliges Desaster. Es gibt andere, die erinnern gerne Herrn Spahn an seine Aussage, dass er mal irgendwann gesagt hat, als deutscher Gesundheitsminister könnte ich es nicht ertragen, wenn ein in Deutschland produzierter Impfstoff in anderen Teilen der Welt schneller verimpft wird als in Deutschland. Genau die Situation haben wir jetzt, ja. Geht es jetzt endlich mal ein bisschen geordneter vonstatten? Denn auch die Logistik, die ist doch hundsmiserabel. Man kann doch da nicht 80-Jährige anrufen lassen. Denen wird gesagt, falscher Anschluss. Dabei war es gar nicht der falsche Anschluss. Schleswig-Holstein macht vor, wie es geht, oder zur Hilfenahme einer Konzertveranstaltungsagentur. Ja, also das ist jetzt ein extrem weites Feld. Also zunächst einmal, unter Impfstrategie wird momentan eigentlich irgendwie alles zusammengepackt. Natürlich. Im Originären war die Impfstrategie die Frage, wie gehen wir an die Impfung heran? Ja. So, dort halte ich den Plan, den wir in Deutschland aufgemacht haben, nämlich zunächst einmal mit der schwierigsten Gruppe zu beginnen, also der gefährdetsten Gruppe, den älteren Menschen in Heimen, halte ich weiterhin für die richtige. Auch das wurde ja immer wieder diskutiert in den letzten Tagen. Warum wird zum Beispiel Ärzte und Ärztinnen nicht früher geimpft? Die Überlegung, die da halt dem zugrunde liegt, von der Ständigen Impfkommission und der Ethikkommission war, die Gruppe, die weiß, wie sie sich schützen kann, ist nachgeordnet der Gruppe, die halt unter Umständen nicht weiß oder sich nicht schützen kann. So, insofern halte ich dieses Vorgehen für richtig. Das ist zum Beispiel der eine Punkt, der dazu führt, dass unterschiedliche Geschwindigkeiten vorliegen. Ich sprach eben davon, von dem Altenheim, wo meine Mutter ist, da hilft meine Frau als mit den Schnelltests aus, so, als ehemalige okay. Krankenschwester macht sie das. Und sie hat mir davon berichtet, dass halt dort Impfungen teilweise eine halbe Stunde dauern. Aufklärung, Einwilligung einholen, dann heranführen, was das heißt. Wenn du umgedreht, so wie in Italien, entscheidest, das medizinische Personal zuerst zu impfen, ich glaube nicht, dass da eine Impfung eine halbe Stunde dauert. Ich glaube, in unserem Betrieb hat eine Grippeschutzimpfung bei den Mitarbeitern in der Größenordnung von wenigen Minuten gedauert. Da machst du natürlich wesentlich schneller Strecke. Insofern halte ich die Vorgehensweise, auch wenn es mit anderen Gruppen zu beginnen vielleicht schneller gegangen wäre, für richtig in Bezug auf die am gefährdetsten Gruppe, Punkt 1. Dann wird unter Impfstrategie zusammengepackt die Verfügbarkeit des Impfstoffes. Hier muss man jetzt wieder in Anführungsstrichen zunächst einmal fair sein. Als wir bestellt haben, Mitte letzten Jahres, als Europa oder zunächst allein auch, war egal, war es ein reines Glücksspiel. Kein Mensch wusste, welcher Impfstoff nachher überhaupt zum Zug kommt. Das vergisst man leicht. So, und wir haben damals auch im Bundestag, ich weiß noch, ich habe da ein persönliches Gespräch mit Jens Spahn gehabt, die am Ende auch aus der Wissenschaft kommt, auch mit der hohen Affinität zu den RMA-Impfstoffen, habe ich gesagt, wenn wir auf der sicheren Seite wollen, Risikostreuung. Letzten Endes kann man nur gucken, dass wir über alle so halbwegs ähnliche Mengen bekommen. Ja, toll. So, dann gab es die Situation über die EU. Hier wird ja nun gerade diskutiert, dass dort Zeit verloren gegangen ist, das ist dann sehr ärgerlich. Und das wird auch mit Sicherheit nachzubereiten sein. Allerdings halte ich den jetzigen Zeitpunkt für nicht angemessen. Ich fand es sehr symptomatisch, dass heute Morgen die Firmen auf einmal mehr Impfstoff zugesagt haben. Ja. Ja. Und insofern auf Ihre leicht provokative Frage mit privat versus öffentlich, das vernünftige Zusammenspiel zwischen privat und öffentlicher Organisation halte ich für die sinnvollste Vorgehensweise. Ja, also die Vorstellung, jetzt einfach alles in private Hand zu geben, da gibt es beste Beispiele dafür, dass man auch da mit Karacho auf die Nase fallen kann. Ich erinnere nur in dem Zusammenhang, dass Tollkollekt, eine von Überfliegend der Wirtschaft gestaltete Bietergemeinschaft war, also auch Wirtschaft, und ich komme aus der Wirtschaft, auch Wirtschaft ist kein Garant dafür, dass alles klappt. Ja. Aber zu gucken, wer kann denn was
besser und sinnvoller? Und wo macht es Sinn, dass sie sich ergänzen? Davon, und dafür kämpfe ich ehrlicherweise auch schon seit den 7, 8 Jahren, die ich im Bundestag bin. Es gibt kein richtig und kein falsch, kein Entweder-Oder, sondern ein lasst es uns doch hier gemeinsam machen und die Stärken ausspielen. Okay. Und ich glaube, da hat der heutige Impfgipfel auch noch mal einige Zielsetzungen beziehungsweise einige Impulse in diese Richtung gegeben. Ja, ich hoffe auch. Herr Avani, bevor wir auseinandergehen, möchte ich Sie auch noch mit einer zweiten Aussage konfrontieren, die Sie 2017 getan haben. Da ging es um das Thema Rente. Denn ich vermute, Sie machen sich jetzt auch allmählich Gedanken, wenn es wieder in die dritte Periode geht, welche Aufgabenfelder wollen Sie besonders mit Ihrem Augenmerk versehen? Vielleicht könnte ja die Erinnerung an 2017 etwas sein. Sie ahnen jetzt ja wahrscheinlich gar nicht, mit welcher Aussage ich Sie jetzt beschäftigen möchte. Aber schauen wir mal. Wir haben gesagt, nach den Rentenreformen 2007 und 2017, und das ist ja nun gerade erst gewesen, haben wir derzeit die Situation, dass auf die Perspektive gesehen, einige sagen bis 2030, ich halte das für etwas weit gegriffen, aber mit Sicherheit für die nächsten Jahre das Niveau so haltbar ist. Und diese Zeit dann zu nutzen, die generelle Veränderung in unserem Rentensystem, in den 50er, 60er Jahren hatten wir sieben Erwerbstätige, die einen Rentner finanziert haben per Umlage, jetzt haben wir 2,1. Das hat an dieser Stelle eine gewaltige Veränderung bedingt. Und insofern haben wir ja vorgeschlagen, das halt jetzt nicht irgendwie herzugehen und wieder hier ein bisschen und da ein bisschen, sondern zu sagen, man setzt sich 2019 über alle Parteien hinweg und damit ja sozusagen auch den demokratischen Wechsel in den Regierungen vorwegnehmt und findet eine Lösung, wie dieses entsprechend nach dieser Zeit auch entsprechend stabil gestaltet. Das System, was wir bisher haben, hat uns bis heute getragen mit einer Menge notwendiger Veränderungen. Aber dieses werden wir verändern müssen. Und insofern war die Aussage der CDU, dieses entsprechend als fraktionsübergreifenden Konsens 2019 gemeinsam zu entwickeln. Ja, in dieser Legislatur bin ich sehr froh, dass wir das Thema der Grundrente bearbeiten konnten und auch zum Abschluss gebracht haben. Das war nicht leicht mit dem Koalitionspartner, der sich hier und da mit Sicherheit einiges anders gewünscht hätte. Aber auch in den eigenen Reihen. Während die CDA, die Sozialausschüsse an dieser Stelle ganz klar sagen, dass dieses Thema kommen musste, war der Wirtschaftsflügel eher derjenige, der hier gebremst hat und gesagt hat, Leute, das Geld fällt nicht aus dem Fenster, aus der Wand. So. Da müssen wir vorsichtig sein. Ich denke aber, dass es richtig war, hier mittels dieser Maßnahme erst einmal dafür zu sorgen, dass die Gruppe, die infolge von teilweise schrägen, schwierigen, problematischen Lebensverläufen am Ende keine auskömmliche Rente hat, mittels der Grundrente hier eine entsprechende Absicherung erfährt. Des Weiteren ist das, was dort damals gesagt worden ist, geschehen. Entsprechend Kommissionen haben gearbeitet. Es gibt jetzt verschiedene Modelle. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich konnte mich bisher noch für keines wirklich abschließend erwärmen. Und man wird natürlich jetzt vor dem Hintergrund der Pandemie, der Fragestellung, wie sieht das mit der Erwerbstätigkeit aus in der nachpandemischen Zeit? Erfüllt sich die Hoffnung, dass wir dadurch, dass wir so viel Wirtschaft gerettet haben und über die Zeit gerettet haben, dass die dann, ich sag mal, relativ zügig auch wieder anspringt, wie wir das ehrlicherweise nach 8, 9 ja erlebt haben. Ja, nach der Finanzkrise. Nach der Finanzkrise. Das wäre natürlich, also wenn ich einen Wunsch hätte, dann wäre das ein Wunsch, dass die ganzen Rettungsmaßnahmen, sie werden nicht überall Erfolg haben können. Es wird mit Sicherheit auch Betriebe, ich gehöre nicht zu denen, die erzählen würden, ach, das wird schon alles sein. Nein, dazu komme ich wiederum aus der Medizin. Manches geht halt auch nicht. So, und wenn wir das erreichen, wird es eine andere Ausgangsposition geben können, finanzieller Natur, für die Frage der Umsetzung von einer entsprechend großen Rentenreform, die notwendig ist. Aber wie ich damals schon sagte, und das gilt natürlich auch heute auch, dass die Struktur, die wir bisher hatten, bis Mitte, Ende der 20er Jahre uns trägt. Und ich mir weiterhin wünsche, dass wir etwas dann machen, was dann
ich sag mal, tragfähig von der Struktur her für wenigstens ein, zwei weitere Dekaden ist. Mhm. Also 10 Jahre, 20 Jahre. Und das wird eine Aufgabe der nächsten Legislatur sein. Wenn wir anders aus der Pandemie herauskommen, werden wir uns andere Gedanken an der Stelle machen können, machen müssen. In dem Maße, wie die Kurzarbeit zurückgefahren wird, ich hoffe, dass die Arbeitslosigkeit, die momentan, die letzten Zahlen sind, ich sag mal, etwas schlechter, 4,3 zu 4,7 im Ammerland und 6,3, glaube ich, zu 6,7 in Oldenburg. Ja. So Größenordnung, nageln Sie mich nicht auf eine Nachkommastelle fest. Ist so ungefähr, ja. Das sind Punkte, wo ich sage, wenn das so bleibt, lass uns unserem Herrgott danken. Aber darauf, das werden wir natürlich mit einbeziehen müssen. Aber natürlich, die generelle Fragestellung, das war ein langfristiges Projekt und das besteht natürlich weiterhin genauso. Deswegen ist interessant, hat die gleiche Aktualität wie 2017. Ne? Allerdings, wie gesagt, nochmal, ich finde diese Thematik Grundrente, auch wenn sie bei uns in den eigenen Reihen teilweise heiß diskutiert worden ist und ich da viele Fights habe auch durchstehen müssen, bin ich weiterhin auch der Überzeugung, dass das, was dort umgesetzt worden ist, richtig war. Ja. Nochmal so ein Blick in die Zukunft. Jetzt gab es ja den virtuellen Parteitag der CDU. Den Online-Parteitag. Ja, den Online-Parteitag. So, jetzt gibt es hier einen neuen Vorsitzenden, Herrn Laschet. Wird er auch der Kanzlerkandidat? Das werden jetzt die Gespräche zwischen CDU und CSU bringen. Ich habe da den Äußerungen von Herrn Laschet nichts hinzuzufügen. Er wird das mit Herrn Söder als den beiden Vorsitzenden, werden die miteinander erstmal diskutieren, wie sie das sehen. Und dann wird das zwischen der und in der Union entschieden. Die Union hieße nicht Union, wenn sie nicht gemeinsam auch diese Entscheidung fällen würde. Okay. Herr Merz, fanden Sie sein Verhalten gut? Oder hätten Sie, wenn Sie sein Ratgeber gewesen wären, ihm mehr Sensibilität empfohlen? Also steht mir jetzt nicht vor, einen so alten, erfahrenen, im Pulverdampf der Politik ergrauenen Kollegen wie den Herrn Merz einen Ratschlag zu geben. Also, oder sagen wir mal so, das, was ich mit Sicherheit sagen kann. Unmittelbar nach der verlorenen Wahl das Angebot zu machen, Wirtschaftsminister in einem bestehenden Kabinett für die letzten 9 Monate zu werden, hat er selber am nächsten Tag oder am übernächsten Tag, da waren wir ich bin im Bundesvorstand der Mittelstandsvereinigung, hat er selbst in der Videokonferenz als alles andere als glücklich bezeichnet. Okay. So, das hat er selber gesehen. Aber auch er ist nur ein Mensch, was das nicht entschuldigt, aber vielleicht erklärt. Mhm. So, vom Grunde her ist das aus meiner Sicht ein hervorragender Spezialist im Wirtschaftsbereich. Und ich hoffe, dass nicht nur sein Angebot, sondern auch das Angebot der anderen Seite, ihn einzubinden, im Bereich der Wirtschaft auch noch realisiert wird. Okay. Wenn es denn wieder in die neue Legislaturperiode geht, welche Koalition wünscht sich Stefan Albani? Boah, das wäre jetzt, ich meine, wenn man das Modell hat, was ich immer gerne meinen Schülergruppen erzähle, dass mein Arbeitgeber das deutsche Volk ist, so, dann geziemt es jetzt nicht mir zu sagen, mit welchem der Kollegen ich am liebsten zusammenarbeiten möchte. Okay. Das wird der Arbeitgeber entscheiden, welches Projekt er beauftragt. Aber was wäre Ihr Wunsch? Was ich mir wünsche, ist, dass wir beim nächsten Mal eine Koalition haben, die, wenn nicht von der ersten Sekunde ab, dann noch zumindest ein, zwei Tage nach der Wahl gemeinsam regieren will. Okay. So, und das würde ich mir an dieser Stelle wünschen. Und ich glaube, das würden die Sozialdemokraten von sich so nicht behaupten, dass sie nochmal eine große Koalition haben möchten. Bei den anderen werden wir es sehen. Aber den Auftrag dazu erteilt der Wähler. Okay. Herr Albani, mit dem Blick auf die Zeit, schönen Dank für unser Gespräch. Ich denke, wir hatten noch gut eine weitere Stunde verschiedene Felder besprechen können. Manches kam zu kurz, aber so ist das nur in einem Gespräch mit so einem Vollblutpolitiker. Danke, dass Sie im Studio waren. Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben einiges von Ihnen erfahren, einiges über Sie erfahren. Ich wünsche Ihnen für die weitere Zeit in der Politik alles Gute, viel Erfolg, insbesondere den angestrebten politischen Erfolg jetzt angesichts der bevorstehenden Wahl. Möge das in Erfüllung gehen, was Sie sich sicherlich wünschen, dass Sie wieder
die Stimmenzahl bekommen, um in Berlin für unsere Region aktiv und intensiv wirken zu können. Das würde Herzlichen Dank. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war unser Forum Politik mit dem Bundestagsabgeordneten Stefan Albani von der CDU. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, passen Sie gut auf sich auf, wo immer Sie auch sein mögen. Tschüss.